kurz vor Feierabend im härtesten Job Hessens. 150 Meter unter dem Funkhaus und ohne Tageslicht. Die Jungs aus der FFH-Comedy-Redaktion. Boris, warte mal kurz. Die Sabine Schneider hat gerade angerufen. Die braucht noch einen Gag zum Freitag, den 13. Ja, da kommt sie wieder früh. Ja, hab ich auch gesagt. Ist ja schon fast wieder rum. Aber ich hätte noch einen im Angebot. Pass mal auf, Dirk. Was ist der Unterschied zwischen Optimisten und Pessimisten? Frag mal was. Was? Der Pessimist sagt, es kann nicht schlimmer kommen. Der Optimist sagt, doch, es kann. Puh, es ist ja anspruchsvoll, aber gut. Fast Kabarett. Ja. Oder wir machen es so, alles, was hinfällt, rollt sofort irgendwo drunter. Es sei denn, es kann dir wehtun. Dann fällt's auf deinen Fuß. Auch sehr intelligenter Humor. Stark. Oder wir machen mal einen ganz einfachen. Sagt ein Spiegel zum Kondom, wenn ich kaputt gehe, bringe ich 7 Jahre Unglück. Das Kondom darauf, Anfänger. Ich habe ja auch 2 Kinder, der ist stark. Ja, muss auch reichen für heute. Komm, machen wir Schluss mit lustig. Genau. Endlich Feierabend. Im härtesten Job Hessens. Der FFH Comedy Keller. Gewinner des Deutschen Radiopreises. Nur bei Hitradio FFH.